Da sind wir wieder. Und wir stehen immer noch vor der Problematik, wie wir diese Snapper kalt machen. Wenn die nicht alle gleichzeitig kommen würden, würde es auch gehen. Aber sie tun es halt. Okay, aber hat geklappt. Ich habe wie viel ich mittlerweile von denen bekommen. Also da wird dann Geld was zusammenkommen. Aber hier war es doch 4, wo ist denn der 4.? Ah, der liegt da mit drin. Ich glaube, den habe ich mitgelootet. Ich glaube, die Äpfel heilen sogar mehr. Ja. Ja. Ich bin jetzt halt an dem Punkt, dass das Fleisch nicht mehr viel heilt. Hatten wir ja mal schon mal drüber gesprochen. War nur eine Frage der Zeit. Okay, aber hier sind anscheinend nur die Snapper, sonst ist hier nichts. Ja, nichts. Doch, da ist eine Brücke. Ach, die ist aber unter mir. Wir gucken mal bezüglich der Harpien. Viel Leben haben sie nicht. Easy. Easy, ist ja lächerlich. Heilkrautsamen. Was kann ich denn mit diesen Samen anfangen? Das habe ich bisher irgendwie auch noch nicht überrissen. Toll, jetzt hoffe ich meine Mana trinke wie nix. Die gehen mir dann auch bald aus. Aber da kann ich wenigstens noch mehr als genug herstellen. Das nächste EP, genau. Das nächste Level-Up ist auch gleich. Sehr einladend. Das da hinten ist eine Ork-Statue. Wahrscheinlich bin ich jetzt auch gleich an dem... Oh, das ist der Orkfriedhof. Das ist der Orkfriedhof. Aber da komme ich nicht rein, oder? Ich glaube, da komme ich nicht rein. Nee. Okay, dann laufe ich mal zurück.
Dann kann ich mich doch mit den Feuerbällen bestimmt auch schon gegen die Dings behaupten, die Orkses, die da drin sind in der Höhle bei den Goblins. Problem ist nur, wenn sie halt alle gleichzeitig kommen, ist die Anzahl einfach zu viel des Guten. Das ist ein Razor. Kann ich euch dämmen? Was sind das da hinten? Ne, ist ein Wag. Ne. Das ist ein Keiler und ein Wag, oder? Ne. Ne, ist ein Zweierwaage. Die Razor sind zu nah aneinander und halten wahrscheinlich auch zu viel aus. Orkhund. Ihr seid ja ein bisschen schwächer als die Warge. Wie er einfach da unten in der Höhle sitzt und sich Fleisch brät. Naja, was will er sonst machen, der Talos? Okay, von hier aus kann ich die Orkhunde nicht mehr anvisieren. Nee, geht nicht. Wie viel Schaden mache ich euch? Das ist aber auch ein Feuerball ins Nichts. Das war der Entscheidende. Das war nicht fair, dass die an diesem... Ja, okay, ich will gerade sagen, es war nicht fair, dass die in dem Stein hängen geblieben sind und ich sie nicht treffen konnte. Aber man könnte auch genauso gut andersrum sagen, es war nicht fair, dass sie hängen geblieben sind im Stein. Ich bin der Spieler, ja? Ich muss Vorteile haben. So. Ist nicht in Ordnung, wenn Gegner Vorteile haben. Das sind wieder Waage. Ich glaube, nee. Gut, gehen wir in die Höhle rein. Also ich gehe mal rein, Talas, ja? Ach, damit war tatsächlich die hier gemeint. Okay, meinetwegen. Nun zu dem vorletzten Fragment. Ich denke, ich sollte hingehen. Ja, warte mal. Ich habe ja alle. Das erste habe ich ja von Milton bekommen. Jetzt soll ich wahrscheinlich damit zu Milton zurück, oder? Jetzt sollte ich versuchen, die Teile zusammenzusetzen. Oder am Runentisch halt. Gut, kann auch sein. Hallo? 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 Ist hier unten jemand? 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 Ich bin hier down, ganz alone. No, no.
Alte Truhe. Wieso heißt die alte Truhe? Irgendwie sieht das da drin nach Bossfight aus. Hallo? Tränke. Bolzen. Was passiert jetzt? Nichts? Ich habe eine Winde benutzt. Wofür genau wurde es benutzt? Das weiß ich selber noch nicht. Was ist denn da unten eigentlich? Wissen, wie viel Schaden die mir machen. Am besten gar nicht treffen lassen. Und da oben ist sogar was, aber wie komme ich da hoch? Gar nicht. Oder? Kann ich das Spiel ein bisschen austricksen? Nein. Vielleicht komme ich hier von der anderen Seite hoch. Mana-Trank. Gut, das war es dann aber auch schon mit dem, was hier oben an Reichtümern ist. Schade, okay. Die Winde hier kann ich nicht verwenden im Moment. Konzentrationstränke. Gürtel der Stärke. Bonus auf Intelligenz 10. Bonus auf Stärke 10. Malus für Resistenzen minus 20. Malus auf Leben minus 20. Minus Mana pro Kill. Ich glaube, das ist mir dann 10 in doch nicht wert. Schaut interessant hier aus. Aber wieso kann ich die Winde, die da ist, nicht verwenden? Wieso kann ich jetzt hier zum Beispiel wieder nicht hochklettern? Ich meine, ja, wahrscheinlich soll ich es nicht, aber dann sollte es auch nicht so aussehen, als könnte ich es. Ist doch mistig sowas. Erledigt. Handvoll Münzen. Nein! Okay, das war wirklich unnötig.
Spiel hat mir nichts zu sagen, was ich zu machen habe und was ich nicht zu machen habe. Minecrawler. Okay. Ich wollte nur mal drüber gucken. Und dem Spiel zeigen, ich bin der Boss. Wenn ich darüber will, dann komme ich auch darüber. Ohne dass das Spiel mir das erlauben muss. Wieso kann ich diese Winde hier nicht verwenden? Ich meine, ich kann jetzt aktuell nicht wirklich was machen, außer die Winde zu verwenden, die da hinten ist, aber... Backt es? Weil ich kann nichts anderes machen. Oder bin ich dumm? Ja, ich glaube, da unten ist nichts. Nee, hier unten ist definitiv nichts. Also ich glaube, es buggt. Ich glaube, ich muss die Winde, die da hinten ist, verwenden. Kann ich aber nicht. Aus irgendeinem Grund. Aua, Entschuldigung. Aua, Entschuldigung, 2. Ihr sagt da zumindest falsche Seite. Also... ja gut. Ich meine, ich habe auch einen Weg so drüber gefunden. Muss ich halt nochmal hoch, aber... So, also, wenn das Spiel möchte, ich speichere jetzt aber mal so, nicht, dass ich damit zu Tode bugge. Wenn das Spiel möchte, dass ich so rüber gehe, dann gehe ich halt so rüber. Vielleicht gab es auch einen anderen Weg. Hier ist auch eine Winde. Das ist quasi der Weg, den man zurückgeht. Wer weiß das schon? Kann ich die verwenden? Ja. Ich öffnete den Durchgang zum Hauptraum. Ah, ich Idiot. Ich bin ein massiver Idiot. Da war ja eine Spalte in der Wand auf der anderen Seite. Wahrscheinlich geht man hier durch. Alter, wie schaut's denn hier aus? Da drüben müsste das sein. Da war die Spalte ja in der Wand. Die ich irgendwie komplett vergessen habe. Will da rüber. Okay, das war unnötig.
Was ist das da links? Das ist so ein Schrein oder sowas. Also aktuell geht hier nichts ab. Ich vermute mal, wenn ich hier irgendwas betätige oder mache, dann geht's ab. Was ist das, was da drin ist? Muss ich sowas finden und in die andere Schale reintun? Wahrscheinlich. Ich meine, ich kann mich hier bestimmt auch durchbacken, aber ich mache das jetzt mal nicht. Ich kann mich überall durchbacken. That's my superpower. Wieso sind hier überall diese Winden? Ich habe das Gefühl, ich muss irgendwo anfangen, was mit diesen Winden durch diese Area hier durchzufahren. Auf so einer Mini-Lore. Alter, jetzt komm schon. Nur um zu zeigen, dass man hier so hochkommt. Wenn es nicht backt. Ihr seht übrigens an meinem Mana, dass es, glaube ich, nichts regeneriert hat, oder? Also ich glaube, ich habe kein Leben bekommen. Was ist da unten? Hallo? Oh. Goldbeutel. Ist das alles? Sehr Mana-intensiv. Ich könnte auch vieles hier im Nahkampf besiegen, da bin ich mir relativ sicher, aber... Naja. Ja, da oben war ja nichts mehr, oder? Ich komme jetzt eh nicht mehr hoch. Es ist hier sehr leer irgendwie. Also es liegt nicht wirklich was auf dem Boden rum oder irgendwas derartiges. Es ist sehr, sehr, sehr leer. Also zum Einsammeln. Das ist merkwürdig irgendwie. Und man merkt halt anhand dessen, wenn man überall hängen bleibt oder wo nicht hochkommt, dass es halt fanmade ist. Das ist nicht wirklich getestet worden. Stell dir mal vor, du bist in so einer Höhle unterwegs und hörst dann einen Zombie so schreien. Kumpel, du kommst eigentlich schon zu mir. Grafikbug gesehen? Nee, doch nicht.
So, da ist auch wieder eine Winde. Und ich kann hier auch wieder nicht hochklettern. Doch, hier. Was machen denn diese ganzen Winden? Ich habe die Winde genutzt und damit das fehlende Gleis vervollständigt. Jetzt kann ich sehen, wohin sie führt. Okay. I guess. Das hat quasi die ganzen Gleise umgestellt, oder wie? Die Winden bisher. Also, abgesehen von denen, die offensichtlich das Tor geöffnet haben. Ich möchte aber erstmal dahin. Bevor ich da jetzt hochgehe. Verwertbare Armbrustteile. Rabenschnabel. Ah, hier haben wir auch wieder eine Winde. Ich habe den Waggon in Gang gesetzt. Wenn ich die Antwort auf meine Fragen finden will, muss ich dafür sorgen, dass der Waggon weiterfährt. Der war hier oben. Nee. Das führt nirgendwo hin. Ach, da fährt er ja. Okay, und da ist das Teil drin, was bei dem anderen gefehlt hat. An dem Tor. Hm. Abgebrochen. Abgebrochen. Gut, dann gehe ich mal trotzdem mal hoch und guck mal, was da ist. Das war ziemlich viel Mal. In diesen paar Sätzen. Vielleicht muss ich ihn da jetzt aber auch erst durchlassen, indem ich die Winde da verwende. Verwende geschwind die Wind. Weiß aussieht, als wäre da durchgekommen. Ich sehe den Waggon zumindest nicht mehr. Oder der muss da rein, ist wie so ein Checkpoint und dann kann ich es woanders verwenden, dass er weiterkommt. Fragen über Fragen. Oh, ein Goldbeutel und eine Spitzhacke. Ihr wisst schon, dass ich da hochkommen kann, oder? Mit meiner Superpower der Cheaterei. Hatte ich nicht irgendein Essen, was mich kurzzeitig schneller macht? War da nicht was? Also Snapperkraut kenne ich ja, aber ich hatte doch auch irgendein Essen, was das kann, oder? Bin ich jetzt doof? Ich mach's jetzt kurz damit, einfach nur um es zu testen. Und um es zu beschleunigen, mache ich hier den hier. Okay, eventuell haben sie es so steil gemacht, dass man es echt nicht schafft. Ich glaube, ich bleibe wo hängen. Ja. Okay, dann wird da aber auch nichts sein, oder? Wenn man es so schwer hat, überhaupt da hochzukommen. Ja, wird nichts sein. So, dann möchte ich aber da wenigstens noch rüber. Okay, hier ist gar keine Winde. Und ich bin wahrscheinlich ein Idiot. Ich glaube, da hinten komme ich nicht durch, oder? Ich
ich hätte echt oben lang müssen. Es ist mir aber auch in dem Moment aufgefallen, wo ich runtergefallen bin. Oder runtergesprungen bin, weil es mir wurscht war, wo ich lande. Ich habe gespeichert, wollte laden. So, jetzt testen wir es mal. Wahrscheinlich ist das wie ein Checkpoint. Und mit der Winde lasse ich das Ding raus. Sonst wüsste ich nicht, wofür da noch die Winden sind. Ja, genau. Okay. Das sind wieder Goblin-Skelette. Und ein Minecrawler, wo auch immer der jetzt herkam. Okay, da war aber auch eine Winde. Muss ich die jetzt auch verwenden? Ich glaube nicht, oder? Die muss ich jetzt... Doch, da muss ich es jetzt quasi durchwinken. Okay. So. Dann lasse ich es jetzt da drüben aber raus. Ah, ich habe es schon rausgelassen. Weil hier keine Winde ist. Okay, I see. Es ist ein bisschen durcheinander, aber... Man kann es ja lösen. Nein! Oh Gott, diese Steuerung. So. Ganz vorsichtig! Was erwartet mich jetzt hier? Goblin-Skelette. Was noch? Ich habe das Gefühl, das waren noch nicht alle. Ah. Ich habe rausgefunden, was sie mir an Schaden machen. Gar nicht mal viel. So. Hallo? Einmal noch. Sensen, Mann. Ist das ein Stab? Erfordert Vitalität 210. Wow, geil. Also ich glaube, wenn ich das irgendwann mal nochmal spiele, dann spiele ich einen Vitalitätscharakter, weil ich das Ding anhaben will. Das ist ja geil. So, jetzt stellt sich mir aber eine Frage. Mal ganz nebenbei bemerkt. Warte mal. Einmal nach. Okay.
Jetzt stellt sich mir eine Frage. Wer hat das hierher gebracht? Also wieso ist der Almanach hier? Weil wenn man es mal ganz streng genau nimmt, dass der Schläfer jetzt das quasi irgendwie in Auftrag gegeben hat, dass das hier geklaut wird und hier landet, kann nicht sein. Weil der Schläfer möchte das ja eigentlich. Also dass er angerufen und befreit wird. Deswegen, why is it here? Naja. Ich muss sehen, was sich darin befindet. Ich hoffe, das hat's aktualisiert, dass ich den Eimer noch habe, weil das steht jetzt hier halt nicht. Egal. So, dann würde ich jetzt aber noch die Orks, die hier drin sind, klatschen, nach Möglichkeit. Aber das ist jetzt halt... Oder... vielleicht habe ich jetzt auch irgendwas nicht verstanden, aber... Im Prinzip, dass Goblins... Also, was sein könnte, ist, dass Goblins das quasi hierher getragen haben. Und das halt Dinge angerichtet hat. Mit den Goblins. Deswegen waren auch überall tote Goblins. Aber das macht jetzt, finde ich, auch nicht so viel Sinn. Weil das wirkt alles zu majestätisch und zu prunkvoll. Weil es wirkt ja schon wie so eine Kultstätte oder ein Tempel oder irgendwas hier. Auch mit diesen ganzen Mechanismen, das ist irgendwie seltsam. Aber es ist cool, keine Frage. Ist auf jeden Fall interessanter, als Goblins haben das Ding geklaut und jetzt ist es da in der Höhle drin. Oh Gott. Okay, ich muss weg. Mit dem anderen zusammen, vergiss es. Na, wer ist jetzt der Feigling, hä? War es leider unnötig, so viel Leben zu verlieren. Tja, Mana-Tränke. Es war schön mit euch. Ist gar nicht so lange her. Da war ich in dieser Höhle und diese Orks haben mich fertig gemacht. Zugegebenermaßen würden sie das im Nahkampf jetzt immer noch. Wahrscheinlich. Denn da bin ich nicht wirklich stärker geworden. Tja, blöd für die, dass es kein Nahkampf ist. Ist da noch einer? Nee.
Konzentrationstrank. Skelettknochen. Moderate Fat. Das habe ich am liebsten. Das ist mein Lieblingssnack. Okay, hier geht's weiter in die Höhle rein. Da unten schaut's ja auch aus, als wäre da noch eine ganze Strecke Zeug. Beziehungsweise hier. Ach du Heilige. Okay, aber viel interessanter ist, was ist hier? Lederbeutel. Und das ist wahrscheinlich einfach nur der Weg nach oben, an dem ich jetzt sterbe. Ich habe gar nicht überprüft, ob ich wieder hochkommen würde, gell? Eventuell. Wenn er sich an dem Balken hochhangeln kann. Ja. Okay. Wow! Da wäre ich fast wieder runtergefallen. Einmal noch. Ich glaube, ich bin zu weit gegangen. Ich sollte zurückgehen. Nein, ich bin nicht zu weit. Ich bin genau da, wo ich sein sollte. Aber wie es hier weitergeht, das erfahren wir in der nächsten Folge. Damit hat jetzt bestimmt keiner gerechnet, gell? Ich will da hoch. Ich glaube, da komme ich nicht hoch. Ich glaube, da oben ist aber auch nichts, um ehrlich zu sein. Gut, dann bis zur nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr habt noch Bock. Das zieht sich jetzt, oder hat sich bis hierhin jetzt natürlich alles gezogen wie ein Kaugummi. Aber ich denke, jetzt wird es exponentiell immer schneller gehen. Aufgrund meiner steigenden Stärke. Denn irgendwann müssen die Gegner ja mal kacke sein. Mal gucken. Ich freue mich auf fanatische Templer, die mir die Birne wegballern. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.